Diesmal bei Playzone Live. Lara Crofts Comeback. So schlägt sich Tomb Raider Legend im Test. Ein Killer kehrt zurück. Erste Spielszenen aus Hitman Blood Money. Außerdem sehen Sie Driver Parallel Lines auf der Teststrecke, das Deutschlanddebüt von Der Pate und Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Als Bonus finden Sie auf der zweiten DVD-Seite alles Wissenswerte über die PlayStation 3 sowie über 30 Minuten Vorschauvideos zu den Spielen der nächsten Generation. Viel Vergnügen! Aloha hey und herzlich willkommen bei Playzone Live. Es ist bald Frühling und das bedeutet richtig, draußen wird es hoffentlich wieder ein bisschen wärmer, denn arschkalt ist definitiv nicht meine Temperatur. Und zweitens, es kommen wieder richtig geile Spiele raus, weil im Januar und im Februar, da ist dann mal da so ein tolles Spiel und da so ein tolles, aber jetzt kommen nur geile Spiele. Und eins davon haben wir zum Thema des Monats auserwählt. Das haben wir aber schon zum Test da, deswegen kommt das später. Ich gebe nur einen Hinweis, Brüste. Mehr nicht. Nein, mehr werde ich nicht verraten. Stattdessen schauen wir uns jetzt mal ein paar Vorschauen an und fangen mal an mit Hitman Blood Money, wo wir uns die PS2-Version anschauen durften und auch PS2-Bildmaterial für sie haben. Außerdem hat sich Christian Final Fantasy Dirge of Cerberus angeguckt, hat das Intro davon aufgezeichnet. Wir hatten die Entwickler von Flatout 2 hier und haben das Spiel aufgezeichnet. Und die Gran Turismo-Macher haben sich gedacht so, hey, wir haben doch dieses Rennspiel hier, wir haben das alles ganz toll gemacht, lass uns doch einfach mal Autos rausnehmen und Motorräder reintun. Super Idee. Und was ist dabei rausgekommen? Tourist Trophy. Das kommt alles jetzt. Kennen Sie dieses unbestimmte Gefühl, beobachtet zu werden? In der Videospielwelt von Eidos steckt hinter diesem Kribbeln im Nacken oft ein ganz konkreter Grund. Er heißt 47, trägt Glatze und einen schwarzen Anzug und ist Spezialist für lautlose Meuchelaufträge. In dieser brandaktuellen Vorschauversion von Hitman Blood Money durften wir seinen ersten Trainingsauftrag anspielen. 47 soll Rache an dem Besitzer eines Vergnügungsparks nehmen, durch dessen Verschulden ein Junge zu Tode kam. It's been a while now, Scoop, and I was just wondering where we were on the whole money thing. Where are you? Der Protagonist kann in seinen Missionen verschiedenartige Verkleidungen und Tricks nutzen, um in Reichweite seiner Zielperson zu kommen. Auch die Wahl der Waffen ist vielfältig und nicht selten spielt das Timing eine wichtige Rolle. Jay, but seeing as there's an intruder on the premises, I'm a Vorsicht ist oberstes Gebot, will man keinen Alarm bei Passanten, Wachleuten oder Alarmanlagen auslösen. Der rechte Balken am unteren Bildschirmrand verrät, wie viel Aufmerksamkeit 47 in seinem Umfeld erregt. Hinterlässt er zu auffällige Spuren, so findet er sein Gesicht bald auf Fahndungsfotos. Gegebenenfalls hilft Bestechung, um die Erinnerungen von Zeugen zu verwischen. Doch sinnvoller wäre es, das Geld stattdessen in neue Ausrüstung zu investieren. Who the hell are you? How do you get in here? Carolan! My client has hired me to show you this photograph. I don't understand. My client has asked me to ensure it's the last thing you ever see. Please. Look at the photograph, Mr. Clarence. You've given up! Dirge of Cerberus beschert Final Fantasy Fans ein Wiedersehen mit Vampir Vincent Valentine. Der Serienableger setzt 3 Jahre nach den Geschehnissen von Final Fantasy VII ein und erzählt das Schicksal des beliebten Helden in ausufernden Storysequenzen. Dass bei Dirge of Cerberus das Final Fantasy VII nur im Untertitel steht, hat seinen Grund.
Bei diesem Serienableger handelt es sich nämlich nicht um ein Rollenspiel, sondern um einen ziemlich geradlinigen Shooter. Allerdings wirken die Actionpassagen zwischen den vielen Dialogen recht knapp bemessen. Vincent beherrscht zwar auch Nahkampfattacken, doch gegen die meisten Gegner kommt er mit seinem Revolver besser an. Bis zu 3 Schusswaffen darf Vincent stückweise ausbauen und im Kampf durchwechseln. Die Feuergefechte verlaufen in der Ego-Ansicht und lassen sich wahlweise per Gamepad steuern oder per USB-Maus und Tastatur. Die Maussteuerung ist zwar etwas flotter, doch bei dieser Variante funktioniert die automatische Zielhilfe nicht immer optimal. Die Shooter-Abschnitte werden durch Levels aufgelockert, in denen Sie das Katzenwesen Kate Sith begleiten dürfen. In diesen Schleichpassagen bahnen Sie sich Ihren Weg, indem Sie explosive Fässer in Richtung Ihrer Gegner rollen. Insgesamt bietet Dirge of Cerberus solide, schnörkellose Actionkost, verpackt in ähnlich schnörkelloser Grafik. Ein bisschen mehr Detailreichtum hätten wir uns für die 3D-Levels schon gewünscht. Das technische Kleinod des Spiels ist zweifellos sein aufwendiger Render-Vorspann. Und den haben wir Ihnen an dieser Stelle gleich mit auf unsere DVD gepackt. Viel Spaß damit! キャノンの方を見てくれ。そこはもうとっくに。あれ？やはりな。待って待って、おかしいって。そんなはずない。この状況であそこに人がいるはずないよ。ユフィ、先にクラウドたちのところへ戻れ。私はまだやることがありそうだ。ちょっとヴィンセント、ヤバそうだよ。戻ってきてよ。
また会えた。ルクレツィア。ごめんなさい。なぜ謝るのは私だ。彼らの行方は未だ分かりません。当番組スタッフがミッドガルで消息を絶ち、3週間が経ちました。一体何が起こったのか。本日は彼らが最後に送信してきた映像をご覧ください。3年間開かれなかった扉、それが今開かれようとしています。ここは今まで記録になかった場所、シンナビル地下深くにある謎の施設です。先ほど手に入れた情報によりますと、ここに数万人の人間が移送された形跡があり、シンナが人体実験を行っていたという噂の原点といったことも考えられます。今回この調査にあたり、同テレビ局スタッフとボランティア団体による。あれは何でしょう。Großstadt. Flatout 2 lässt die Schlamm- und Sandpisten des Vorgängers größtenteils hinter sich und schickt sie durch neue, abwechslungsreichere Rennareale. Die neuen Straßenschluchten, Wälder und Wüsten sind dabei amerikanischen Landschaften nachempfunden. Statt Rallye-Simulationskost soll der Titel leicht zugänglichen Arcade-Spaß bieten. Dabei dürfen Sie nun nicht mehr nur Muscle Cars durch die zerstörbaren Umgebungen brettern lassen, sondern auch Pickup-Trucks, Kompaktklassewagen und Sportautos. Boliden und Strecken machen in dieser frühen Version schon eine gute Figur und die Schadensdarstellung an den Karossen gehört sicher zu den beeindruckendsten im Genre. Gameplay-Mankos, die im Vorgänger für Frust sorgten, will man überarbeiten, so zum Beispiel die träge Rücksetzfunktion. Außerdem soll die Auswahl an Spielmodi um einen Meisterschaftsmodus, Partygames und zusätzliche Online-Varianten erweitert werden.
Kommt Ihnen dieser Kurs bekannt vor? Das ist nicht verwunderlich, der stammt nämlich aus Gran Turismo 4. Für Tourist Trophy haben die Jungs von Polyphony Digital das Rezept für ihre erfolgreiche Rennspielserie fast 1:1 übernommen, mit einem Unterschied. Statt Autos aller Modelle und Klassen dürfen sie diesmal Motorräder freispielen. Streckengrafiken, Soundeffekte, selbst die Menügestaltung und die Rennmodi entsprechen großenteils denen aus Gran Turismo. Mit dabei sind natürlich ein Karrieremodus, diverse Fahrprüfungen und ein Challenge-Modus, in dem man die Maschine seines Rivalen gewinnen kann. Fahrzeugauswahl und Tuning-Optionen wiederum bieten deutlich weniger Umfang als in der GT-Serie. Die Zweiräder sind sehr detailverliebt modelliert, die Fahrer hervorragend animiert und die Rennen verlaufen flüssig. Allerdings befanden sich bei unseren Probefahrten maximal 4 Teilnehmer gleichzeitig auf der Strecke und meistens außerhalb des Sichtfeldes. Insgesamt steuern sich die Motorräder recht anspruchsvoll. Sie verhalten sich jedoch nicht immer ganz glaubwürdig und wirken im Verhältnis zur simulierten Geschwindigkeit träge. Wir schreiben das Jahr 2006 und das bedeutet, es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, dass eine Frau auf die Bühne der Videospielwelt aufgetreten ist, die man seitdem sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Na, von wem rede ich da jetzt? Genau, von Lara Croft. Und Lara Croft ist jetzt wieder da, denn es kommt Tomb Raider Legend und das Spiel hat auch tatsächlich was Legendäres, denn es ist nicht nur, dass es zum 10-jährigen quasi fast ja kommt, nein, es ist auch noch richtig gut. Und der letzte Teil davor war vielleicht nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wie er hätte sein können. Und jetzt geht's aber mal richtig zur alten Klasse zurück. Wir haben schon getestet, ist unser Thema des Monats und deswegen gibt es jetzt einen riesengroßen Beitrag und ein Interview noch hinterher. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Lara, Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Guten Abend. Donnerwetter! In den Händen ihres neuen Studios Crystal Dynamics ist Lara Croft wirklich prächtig gediehen. Die Entwickler verpassten der Heldin nicht nur mehr Details, sondern auch eine athletischere Figur mit reduzierten anatomischen Extremen. Bewundern dürfen sie Laras geschmeidigen Pixelkörper mal im gewagten Abendkleid, mal im anschmiegsamen Schneeanzug oder in knapper Kletterkluft. Denn bei Tomb Raider Legend erwartet sie eine abwechslungsreiche Reise in die verschiedensten Ecken des Globus. Dschungeln, Eiswüsten und alten Grotten erwarten sie zu etwa gleichen Anteilen Rätsel, Kämpfe und Geschicklichkeitsabschnitte. Dabei haben sich die Entwickler ungeniert von anderen erfolgreichen Genre-Hits inspirieren lassen. Lara hangelt in bestem Prince of Persia-Stil, vollführt mit ihrem magnetischen Wurfhaken bondgleiche Klettermanöver und zwischendurch stehen Reaktionsspielchen im Stil von Fahrenheit auf dem Programm. Ja. Das ist es. Nicht. Die Spielelemente steuern sich dank der komplett überarbeiteten Bedienung äußerst intuitiv und fügen sich zu einem stimmigen, abwechslungsreichen Abenteuer zusammen. Zudem ist die realistische Physik-Engine immer wieder für Überraschungen gut, sei es beim Bergsteigen oder beim Rätsellösen.
Die uns zum Test vorliegende Version sieht technisch sehr ansprechend aus. Gelegentliche Ruckler beeinträchtigen den Spielspaß nicht und werden hoffentlich bis zum Verkaufsstart noch ausgebügelt. Auf akustischer Seite überzeugen die abwechslungsreiche Musikkulisse und die professionelle deutsche Sprachausgabe. Lara, alles okay? Natürlich. Ich frage nur, normalerweise gräbst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Insgesamt können wir sagen, Legend ist genau das Tomb Raider-Spiel geworden, das man sich als Lara-Fan gewünscht hat. Mit cooler Präsentation, super Spielbarkeit, durchdachtem Speichersystem und einer sympathischen Heldin. Auch die Trial-and-Error-Passagen gegen Ende der Story arten nicht in Frust aus. Ein dickes Lob also an Crystal Dynamics. Den Köpfen des Teams, das schon mit der Legacy of Kain-Serie Erfolge feierte, durften wir übrigens vor kurzem im Silicon Valley einen Besuch abstatten. Mit an Bord ist dort jetzt auch Lara-Erfinder Toby Gard, der erstmals seit dem Seriendebüt 1996 wieder aktiv mitmischt. Während ich weg war, ist ja so einiges mit der Serie passiert. Aber als Eidos Crystal Dynamics mit Tomb Raider betreute, wurde mir klar, dass ihnen viel an einem richtigen Neuanfang gelegen ist, reinen Tisch zu machen und zu Laras Ursprüngen zurückzukehren. Und das ist auch ziemlich genau das, was ich für notwendig hielt. Es war deshalb interessant für mich, zurückzukommen, um dabei zu helfen, Aussehen und Persönlichkeit des Charakters zu definieren und die Story zu entwickeln. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Ich denke, die erste Reaktion war, you know, just like extreme excitement and really feeling like unsere erste Reaktion auf den Auftrag war Aufregung und das Gefühl, eine tolle Gelegenheit vor uns zu haben. Danach sieht man sich freilich die Sache etwas genauer an und denkt, meine Güte, das letzte Spiel lief ziemlich mies. Die Serie wurde im Laufe der Jahre immer schlechter. Aber wenn man mit verschiedenen Spielern über Lara Croft und Tomb Raider redet, kommt dabei heraus, dass sie diesen Charakter und die Möglichkeit des Serienkonzepts wirklich mögen. Was ihnen gegen den Strich ging, war schlichtweg das Spieldesign. Die Leute hassten nicht Lara, sondern wie sie sich spielte. Als das klar war, sagten wir uns, okay, das ist eine echte Chance für uns. You know, that's what they hated. So at that point I was like, okay, we have a great opportunity here. Wir haben einen großartigen Charakter und einen prima Handlungsrahmen. Wir müssen uns nur die nötige Zeit nehmen, damit sich Tomb Raider so spielt, wie es die Leute immer wollten. Figure out how to get this you know, Tomb Raider playing the way people have always wanted it to play. And actually, so one of those things. Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein volles Physiksystem, das nicht nur die Spielwelt lebendiger und dynamischer wirken lässt. Auch bei der Entwicklung der Puzzles berücksichtigen wir die Physik. Das ist etwas völlig anderes, als es die Leute von den früheren Spielen gewöhnt sind. Dort musste man nur einen Schalter ziehen, damit am anderen Ende des Ganges eine Tür aufgeht. Jetzt befindet man sich in Umgebungen, in denen man Sachen umkippen und zerstören kann. Und man muss verschiedene physikalische Eigenschaften von Objekten zur Rätsellösung kombinieren. Tomb Raider Legend bietet nicht nur was fürs Auge. Truls Fuhlmann komponiert rund 3,5 Stunden Musik für das Spiel. Vom fetten Leitthema bis zu subtilen Minimusikfetzen, die bestimmten Ereignissen oder Charakteren zugeordnet sind. Wenn du dir einen Film ansiehst, fällt dabei auf, dass Ereigniswechsel von der Musik betont werden. In den meisten Spielen läuft dagegen ein allgemeines Musikstück.
Aber bei Tomb Raider Legend wollen wir interaktive Musikbegleitung mit sogenannten Microscores machen. Das sind tausende von kleinen Musikstücken, die über das ganze Spiel verteilt sind. Die sind sehr subtil, manchmal kaum zu hören, aber geben dem Spieler eine Bestätigung, dass er Teil der Spielwelt ist. Die Musikbegleitung formt sich abhängig davon, was er macht. Give the player an indication of like, wow, I'm a part of this environment and the musical score is forming around me and what I'm doing. Rutland's Mina. So I can tell you that the story is Was ich über die Story verraten kann, ist, dass Lara hinter einem Artefakt her ist, das eine besondere Bedeutung für sie hat. Die ganze Suche hat etwas mit ihrem Privatleben zu tun. Die Handlung dreht sich ganz um Lara, wer sie ist, warum sie das tut, was sie macht. Im Laufe des Spiels entdecken wir viel mehr über sie und beginnen, ihre Beweggründe besser zu verstehen. And begin to understand her motivations. Tomb Raider hat also überzeugt, ist aber nicht das einzige Spiel diesen Monat zum Test, denn wir haben da ja noch weitere Titel. Unter anderem Onimusha Dawn of Dreams. Und das ist ja eigentlich ein vierter Teil einer Trilogie. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber egal, ist gar nicht schlecht geworden. Außerdem hat der Pate endlich seinen Auftritt auf der PS2 und wir konnten quasi direkt überprüfen, hat denn irgendwie diese ganzen Vorschusslorbeeren, haben die es tatsächlich irgendwie geschafft, das Spiel so gut zu machen? Haben wir überprüft. Und außerdem haben wir natürlich dann endlich mal ein Testvideo zu Black. Das haben wir in der letzten Ausgabe schon getestet und da gibt es ein Testvideo zu und ich muss dann vielleicht einmal noch mal ganz kurz auf Leserbriefe eingehen, die hier irgendwo unter meinem Frühstück liegen. Und zwar hat mir jemand geschrieben, hallo einerseits, bla bla bla. Meine erste Frage lautet, warum findet ihr Killzone besser als Black? Ich verstehe das nicht, ich besitze beide Spiele und das Spiel Black gefällt mir wirklich viel besser. Und zwar wegen der Grafik, der unaussprechbaren Action, den gewaltigen Explosionen etc. Ja, das ist schon richtig, dass es sehr laut und sehr schön ist und dass es richtig kracht, aber es ist halt ein bisschen kurz und es hat keine besonders interessante Story und Killzone ist einfach schon noch ein bisschen länger motivierend. Also wir würden schon sagen, dass Killzone noch ein Stückchen besser ist als Black. Allerdings am besten wäre wahrscheinlich ein Spiel mit der Story und dem Gameplay von Killzone, aber der Technik von Black. Das wäre super. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Viel Spaß. Much, thief. You've made yourself a dangerous enemy. Prepare for a painful death. You know my name. Zombie-General Nobunaga scheint zurückgeschlagen, doch das Böse lässt sich nicht so leicht auslöschen. In Onimusha Dawn of Dreams fallen erneut Armeen aus Monstern und Untoten in die Welt der Menschen ein. Fünf neue Helden, jeder mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte, stellen sich den Dämonen entgegen. Die Spielwelt von Dawn of Dreams gleicht optisch sehr der aus den Vorgängern. Insgesamt wird die Stimmung jedoch weniger düster, die Figuren comicartiger. Die breite Kämpferregel bringt dabei Abwechslung ins Geschehen. So können Sie an Speicherpunkten in der Regel zwei geeignete Charaktere für den nächsten Abschnitt auswählen. Per Knopfdruck wechseln Sie Ihre aktive Spielfigur. Unter Einsatz ihrer unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten können solche Zweierteams zum Beispiel Ablenkungsmanöver inszenieren, Teamattacken ausführen oder Objekträtsel lösen. Da jede Figur individuelle Waffen benutzen und bestimmte Bonuspassagen öffnen kann, bieten die Levels einen hohen Wiederspielwert. Und mit zunehmender Erfahrung dürfen sie ihren Recken neue Fähigkeiten und Spezialmanöver beibringen. Oh.
Das umfangreiche Aufrüstsystem, die durchdachte Steuerung und die stimmungsvolle Präsentation machen Dawn of Dreams zu einer Top-Empfehlung für Action-Adventure-Fans. Wobei diesmal die Betonung stärker auf der Action als auf dem Adventure liegt. Wer anspruchsvolle Echtzeitschlachten liebt, kommt hier auf seine Kosten. Hören Sie, Ihr Restaurant ist nicht sicher. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Okay, was bleibt mir denn anderes übrig? Mit der Pate macht Ihnen Electronic Arts ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. In der Versoftung des Mafia-Epos schlüpfen Sie jedoch nicht in die Rolle einer der prominenten Hauptfiguren. Stattdessen kreieren Sie vom Scheitel bis zur Sohle Ihren persönlichen Mafiosi. Mit dem erstellten Charakter erleben Sie dann die intrigengespickte Story über den Aufstieg und Niedergang des Corleone-Clans. Bono Tartaglia wird wohl der nächste Don der Familie. Er macht Geschäfte mit diesem Arschloch Solozzo. Inhaltlich ist der Pate eng mit der Filmvorlage verknüpft. So konnte EA eben Bilder der meisten Originalschauspieler ins Spiel einbinden, etwa Marlon Brando oder Robert Duvall. Authentische Videosequenzen lassen sie in die weitläufige Spielwelt eintauchen. Gleichzeitig trägt die deutsche Sprachausgabe mit den Originalsprechern sehr zur Atmosphäre bei. Wenn er seinen Worten gleich mit einem scharfen Messernachdruck verleihen könnte. Falls Sie am Fall Corleone arbeiten, schließen Sie ihn ab. Kapisch? Im etwa 10 Stunden umfassenden Story-Modus müssen Sie eine Fülle an abwechslungsreichen Missionen erfüllen. Sowohl per Pedes als auch am Steuer klassischer Wagen. Sie bestechen FBI-Agenten, erledigen Auftragsmorde, rauben Banken aus und drohen Kneipenbesitzern mit Gewalt, sollte ihnen Schutzgeld verweigert werden. Die Parallelen zu Grand Theft Auto sind dabei unübersehbar. Bei Schwarzhändlern wie diesen erwerben sie Tommy Guns und verbessern so ihren Verteidigungswert. Danke, viel Spaß damit! In der Art von GTA können Sie sich zudem die Autos von ahnungslosen Zivilisten borgen und damit noch schneller in New York vorwärts kommen. Damit die Navigation leichter fällt, haben die Entwickler eine praktische Übersichtskarte integriert. Auf dieser ist nicht nur der Straßenverlauf ersichtlich, auch Missionsziele lassen sich auf Knopfdruck abrufen. Zwar trüben gelegentliche Pop-ups den technischen Eindruck der Fahrsequenzen etwas, dafür sind die Areale sehr weitläufig. Insgesamt bietet der Pate Action-Unterhaltung der Extraklasse. Die Umsetzung des Hollywood-Blockbusters ist atmosphärisch, sieht sehr gut aus und kann auch spielerisch überzeugen. Allerdings sind die rauen Sitten in der virtuellen Gangsterszene nichts für junge Spieler oder empfindliche Gemüter. Keller, Jay, Sergeant First Class, Serie Nummer 7. Um ehrlich zu sein, Meister im Geschichten erzählen sind die Leute von Criterion ja nicht gerade. In ihrem ersten Ego-Shooter Black beschränken sie sich auf ein paar Filmaufnahmen in einem Verhörzimmer als Rahmen für ihre schlichte Agentenstory. Doch dafür setzen sie in den spielbaren Flashbacks auf das, was schon ihre Burnout-Rennspiele so erfolgreich gemacht hat. Action, Action und nochmals Action. Während bei Burnout lediglich Fahrzeuge in Bällen aus Flammen, Blech und Glassplittern zerbarsten, fliegen ihnen bei Black auch noch ganze Gebäudeteile um die Ohren. Wie ein teurer Actionfilm, so lebt auch dieser Shooter in erster Linie von krachenden Explosionen und dem Getöse begleitender Soundeffekte.
Zwar hat die Zerstörung wenig Einfluss auf das Leveldesign, dafür lassen sich oft mehrere Sprengkörper gekoppelt einsetzen. So können sie geworfene Granaten im Flug beschießen oder Kettenexplosionen auf Minenfeldern auslösen. Das Inszenieren solcher Feuerwerke macht einen Höllenspaß. Umso mehr, als das Geschehen fast konstant mit 30 Frames abläuft. Leider ist man als geübter Spieler jedoch schon nach rund 6 Stunden beim Abspann angelangt. Wer mag, darf das ganze Spektakel noch auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielen oder die Levels nach versteckten Waffen und Dokumenten durchsuchen. Diese Sammelaufgaben bieten aber nur wenig Unterhaltungswert. Auch einen Mehrspielermodus sucht man vergeblich. Wer sich also auf Criterions Zerstörungsorgie einlässt, sollte sich seine Spielsitzungen gut einteilen und jede Minute auskosten. Achtung, jetzt folgt ein Bilderrätsel. Wie liege ich denn jetzt quasi gesehen zu der Couch? Genau, parallel. Ha, was kommt jetzt für ein Spiel? Driver Parallel Lines. Das habe ich getestet und das ist ein richtig gutes Spiel geworden. Also zumindest ein richtig gutes Driver. GTA bleibt immer noch eine Klasse für sich, aber trotzdem Driver Parallel Lines, richtig gutes Spiel. Und gleich danach schauen wir uns DTM Race Driver 3 an und 24 The Game. Die Testversion von Driver 4, Driver Parallel Lines, ist da. Und wir haben das Glück, dass Gareth Edmondson bei uns vorbeigeschaut hat. Das ist der Producer von dem Spiel. Producer, is right? Studio Manager. Studio Manager from Reflections. Okay. Ja. Und wo würde man denn besser mit diesem Menschen reden als auf dem Rücksitz eines Autos? Deswegen fragen wir ihn doch hier mal, was er denn zum neuen Spiel zu sagen hat. Okay, first of all, thank you for being here. Thank you for being... Erstmal herzlichen Dank für die Spielpräsentation. Of course I have some questions. Let me start with a, und los geht's mit meiner ersten Frage. Tenor ist weg, statt 3 Städten gibt es nur noch eine. Und den Director-Modus habt ihr komplett rausgeschmissen. Wie kam es zu diesen drastischen Veränderungen? Why did you do so? Dafür gab es ganz unterschiedliche Gründe. Wir haben Tanner durch einen neuen Helden ersetzt, weil wir innerhalb der Serie eine Art Neuanfang wagen wollten. Außerdem ist ein Undercover-Cop eine problematische Hauptfigur. Man muss immer eine Rechtfertigung dafür finden, wenn er illegale Dinge tut. Ein Gauner als Hauptfigur lässt uns viel mehr Freiheit bei der Entwicklung der Geschichte und beim Gestalten der Missionen. Das Stadtareal ist im Prinzip größer als die Spielwelt von Driver 3. Streng genommen sind es ja viele individuelle Stadtteile, die wir für das Spiel nachgebildet haben. Deren Gesamtfläche ist ganz schön riesig. Und dann schicken wir den Spieler auch noch durch 2 Zeitepochen. Was den Director-Modus angeht, der war schon cool und ziemlich beliebt, aber er hat uns technisch unheimlich eingeschränkt. Ohne diesen Modus können wir Autos ohne Pop-ups auftauchen lassen und 3 bis 4 Mal so viel Verkehr auf die Straßen schicken. Natürlich war die Entscheidung ein Kompromiss. Wir hielten den Director-Modus für ein schönes Bonus-Feature, aber das eigentliche Spiel hatte absoluten Vorrang. The film director ended up being cut in favor of gameplay, basically. I really don't want to talk about Driver. Ich will ja nicht zu viel über Driver 3 reden, aber dort habt ihr euch ja ganz schön über GTA lustig gemacht. Fun about GTA with what was? Wie habt ihr den Typen genannt? Tommy Vermicelli? Vermicelli. The guy was I had to write it down because I didn't know what the word was. With the water wings. Yeah, did you see, habt ihr denn gesehen, was die Leute von Rockstar North mit euch angestellt haben? Oh ja, haben wir. Und diesmal lassen wir sie in Frieden. Uns erwartet also keinen Kampf zwischen englischen Spieleentwicklern im Stile von Rapstars. Nein, nein. Wir haben eigentlich großen Respekt vor der GTA-Serie.
Darum lassen wir sie diesmal in Ruhe. Die Driver-Serie ist ja für zwei Sachen berüchtigt. Die coolen Verfolgungsjagden und das schlecht ausbalancierte Gameplay. Die haben mich mittlerweile eine Tastatur und eineinhalb Controller gekostet. Und von Stuntman möchte ich gar nicht erst reden. Habt ihr denn diesmal ein Einsehen mit Cholerikern wie mir, beziehungsweise mit weniger erfahrenen Spielern? Wir haben uns ausgiebig mit dem Schwierigkeitsgrad beschäftigt und das Spiel wird definitiv einfacher als die vorherigen. Aus unseren Testsitzungen geht mittlerweile hervor, dass es ziemlich knackig ist, aber nicht unfair oder frustrierend. Wir wollen es auch nicht zu leicht machen, aber leicht genug, dass sich die Spieler mit dem Gameplay vertraut machen können. Für die Hardcore-Spieler gibt es immer noch freiwillige Herausforderungen. Zum Beispiel können sie Minispiele auf der schwersten Stufe spielen und interessante Extras freischalten. Eine Frage brennt mir jetzt aber doch unter den Nägeln. Kannst du uns etwas über die PS3-Version von Driver erzählen? Nein. Na gut, und was hältst du davon, dass Melbourne House Stuntman 2 macht? Machen sie doch gar nicht. Verdammt, aber ein Versuch war's wert. Wer macht es denn dann? Das ist noch nicht offiziell. Dazu darf ich nichts sagen. Zu irgendwelchen anderen Projekten von Melbourne House? Ich kenne zwar welche, aber sagen darf ich auch dazu nichts. Tragisch, aber da kann man wohl nichts machen. Du bist ja aber schon im Klaren darüber, dass ich den Driver-Test noch vor mir habe. Und die Bewertung, nicht wahr? Die Bewertung. Okay, maybe that's all. Na gut, das war's für heute. Yes. Well, then thank you very much. Thank you for being here. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Jetzt machen wir schön die Lichter aus und gehen zum privaten Hören. Nach dem gemütlichen Plausch im Ledersitz haben wir Driver Parallel Lines schließlich auf die Teststrecke geschickt. Und wir haben das Steuer nicht wieder aus der Hand gegeben, bis wir beim Schlussspann und den Bonus-Features angelangt waren. Den Umfang und die Komplexität eines GTA erreicht das Spiel zwar nicht, trotzdem bietet es alle wichtigen Punkte, die man sich von einem guten Actionspiel wünscht. Yeehaw! Spannendes Missionsdesign, eine faszinierende Spielwelt und ein faires, frustfreies Speichersystem. Kurz gesagt, eigentlich alles, was man am Vorgänger so schmerzlich vermisst hat. Was zum Teufel? Die wissen, dass ich draußen bin. Dieser Scheißer wird umgelegt. Weißt du, wer von denen ihn geschickt hat? Spielt das eine Rolle? Während GTA das Gangster-Dasein augenzwinkernd durch den Kakao zieht, geht es beim neuen Driver ziemlich ernst und knallhart zu. In der Rolle eines Kleinkriminellen durchstreifen sie abwechselnd das New York von 1978 und das von 2006. Nach dem ersten Durchspielen dürfen sie die Epochen dann frei anwählen. Abgesehen von wenigen simpel gestrickten Ballerpassagen sind sie in der Regel auf zwei, vier oder mehrrädrigen Fahrzeugen unterwegs, die sich sehr spaßig steuern. Um Geldbeutel und Garage zu füllen, liefern sie sich zum Beispiel Verfolgungsjagden, klauen Autos oder schüchtern Widersacher ein. Ein Wärter in Candys Gefängnis will seinen Sportwagen verkaufen. Heuchle Interesse. Mach mit ihm eine Probefahrt und quetsch ihn nach Insider-Infos aus. Die meisten werden echt gesprächig, wenn sie die Hosen voll haben. Hey Mann, hier gibt's ein Tempolimit! Leider ist der beliebte Filmeditor nicht mehr dabei. Dafür ist das frei befahrbare Stadtgebiet riesig, deutlich belebter als im Vorgänger und enthält zahlreiche Bonusmissionen. Auffälliges Verhalten ruft jetzt sehr schnell die Polizei auf den Bildschirm, die sie aber durch geschickte Fahrzeugwechsel abhängen können. Wächterkröte.
Besonders stimmungsvoll gelungen sind die 70er-Jahre-Missionen, die mit coolen Automodellen und bekannten Musikstücken aufwarten. Für Kino-Flair sorgen die hochwertigen Videosequenzen und in gewissem Sinne auch die schwarzen Balken, die auch auf 4:3-Monitoren das Bild begrenzen. Recht unpassend ist leider die deutsche Synchronisation ausgefallen. Das Original war da viel cooler. Wir hoffen daher, dass Atari eine optionale englische Tonspur in die Verkaufsversion integriert. Neue Chance zu zeigen, was du drauf hast, Kleiner. Einer meiner Partner gehört die Phoenix Auto Body Shop Kette. Ich soll ihm 3 Autos organisieren, und zwar pronto. 1 in The Projects, 1 in Queens, Jamaica und 1 im World Fair Park. Another chance to strut your driving stuff, kid. An associate of mine owns the Phoenix Auto Body Shop chain. He wants me to acquire 3 cars real quick like. 1 in the Projects, 1 in Jamaica Queens, and 1 in World Fair Park. They got kick-ass security systems, so you'll need to pick up a tow truck from their Jamaica garage first. Make me look good, TK. Muss sein. Darum bietet das neue DTM Race Driver noch mehr Abwechslung in Sachen Renn- und Fahrzeugauswahl als sein gelungener Vorgänger. Unter Anleitung ihres Mechanikers Rick dürfen sie sich ans Steuer der unterschiedlichsten Vehikel setzen. Walzen sie auf einem Monster Truck über Hügelkurse, meistern sie Buggies oder Karts neben Tourenwagen, Hochgeschwindigkeitsflitzern und Rallye-Autos. Wer unkomplizierte Rennunterhaltung sucht, kommt im neuen Schnellstartmodus auf seine Kosten. Ehrgeizigere Spieler dürfen im World-Tournee-Modus durch 32 bunt gemischte Meisterschaften durchfahren. Spielstoff für Wochen bietet zudem die Profikarriere samt Training und Qualifikation. Mehr Spieler wiederum haben die Wahl zwischen Splitscreen-Turnieren und Online-Rennen mit 8 Teilnehmern. Bis auf wenige Ausnahmen überzeugen die Boliden mit großartigem Motorensound, authentischem Fahrverhalten und guter Steuerung. Am besten über einen Lenkrad-Controller. Die Rennsportatmosphäre ist hervorragend, wenngleich der anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad viel Geduld erfordert. So werden Fahrfehler streng mit Zeitstrafen geahndet und die gegnerischen Fahrer rücken einem oft ungemütlich aggressiv aufs Blech. Apropos Blech, auch die Schadensdarstellung an den Wagen ist wieder sehr aufwendig geraten und die Wettrennen verlaufen selbst bei 21 Fahrzeugen auf dem Schirm noch flüssig. Insgesamt ist DTM Race Driver 3 zwar nicht ganz so hübsch wie die Genre-Referenzen, aber Motorsportliebhaber sollten sich den Titel auf gar keinen Fall entgehen lassen. Miss Bauer. Dad? Kim, wo bist du? Endlich können sie den Nervenkitzel im Leben des CTU-Agenten Jack Bauer selbst erleben. 24 The Game ist das Bindeglied zwischen der 2. und 3. Staffel der erfolgreichen TV-Reihe. Die Zeiten sind vorbei, wo sie mir befehlen konnten. Was wollen sie? In der Rolle bekannter Charaktere ballern sie sich durch zahlreiche Schauplätze, die direkt aus der Serie stammen könnten. Das Zielsystem bei den linearen Action-Missionen funktioniert gut, jedoch ist die Kamera manchmal etwas ungünstig platziert. Hm?
Schleicheinlagen lockern 24 The Game zudem angenehm auf. In einer Mission müssen sie als Chase Edmonds ein Labor infiltrieren. Einfach eine Zugangskarte mopsen und schon ist man drin. Jetzt müssen sie nur noch zum Missionsziel gelangen und den Sicherheitskräften aus dem Weg gehen. Bei den Verhörsequenzen gilt es, im richtigen Moment eine bestimmte Taste zu drücken. So pressen sie etwa aus einem Junkie eine wichtige Information heraus. Los jetzt, eine Adresse! Sagen Sie mir, wo er ist! Ich kenne die Adresse nicht! Mit ähnlichen simplen Reaktionstests öffnen sie Türen, entschärfen Bomben oder verschaffen sich Zugang in fremde Computernetzwerke. Ziemlich unspektakulär spielen sich die Fahrpassagen im Spiel. Die Wagen steuern sich hierzu träge, außerdem trüben unschöne Ruckler den Spielspaß. Highlight des Spiels hingegen ist die TV-reife Präsentation. Parallel stattfindende Ereignisse werden wie in der Serie per Splitscreen dargestellt. Darüber hinaus wurden sämtliche Originaldarsteller für das Action-Adventure detailgetreu nachgebildet. Auch die deutsche Synchronisation kann sich hören lassen. Bei die Agentur in Los Angeles. Fahren Sie hin und erwarten Sie meinen Anruf. Und Jack, die Uhr läuft. 24 The Game ist trotz hoher Linearität für Actionfans auf jeden Fall einen Blick wert. Liebhaber der Serie werden bestens unterhalten und können ohne Probespielen zugreifen. Der Untergang von Los Angeles. Ein gesunder Start in den Tag fängt vor allen Dingen mit einem gesunden Frühstück an. Deswegen werde ich mir jetzt mal einen Kakao reinziehen, meinen Schokocroissant. Und ich denke, in der Zeit können Sie sich einfach mal ein paar weitere Tests anschauen. Guten Appetit. In bisherigen Kommandostiteln schwebte man als Spieler immer über den diversen Weltkriegsschauplätzen und kommandierte seine Charaktere aus der Vogelperspektive. Bei Strike Force dürfen Sie das Geschehen nun erstmals direkt durch die Augen der Figuren beobachten. Als da wären ein Green Beret, der am liebsten mit gezogener Waffe aufs Ganze geht. Spion, der sich mit Hilfe seiner Deutschkenntnisse, lautloser Waffen und geklauter Uniformen hinter die feindlichen Linien mogelt. Und ein Scharfschütze, der seinen Kollegen aus der Ferne den Rücken frei hält. Leider wird das Spiel trotz seiner recht veralteten Optik von Ruckelanfällen heimgesucht. Die Missionen hingegen gestalten sich erfreulich abwechslungsreich. Auf ihre Kampagne durch Frankreich, Norwegen und Russland gibt es keine vorgeschriebenen Lösungswege. Welche Methoden und Waffen sie einsetzen oder kombinieren wollen, bleibt ihnen selbst überlassen. Die derzeit anwählbare Speicheroption lässt Ihnen zudem die Möglichkeit, verschiedene Taktiken auszuprobieren. Allerdings trübt die beschränkte Intelligenz der Computergegner den Spielspaß erheblich. Der angekündigte Online-Modus für bis zu 8 Teilnehmer dürfte da hoffentlich Abhilfe schaffen. Verfluchte Krauts! Danke, Mann. What the fuck? Die Riders Bench ist Werner gebiet. Decoy, hast du das gesehen? Ja, und spann dich, Gabe. Er ist mit mir hier. Schwachmaten-Scheiße, der zeigt mir keinen Respekt. Ich? Ey, Bitch, schon seit Jump Street machst du mir nur Stress.
Bei Contents Under Pressure stehen nicht nur die Spraydosen unter Druck. Auch ihre Besitzer lassen gerne mal Dampf ab. Als Graffiti-Künstler Train müssen sie sich ihren Weg durch die Straßen von New Radius oft frei boxen. Haben sie Cops und Bauarbeiter abgehängt, rücken ihnen gegnerische Gangs auf die Pelle. Zurückschlagen dürfen sie mit diversen Gebrauchsgegenständen, hämischen Sprüchen oder einer Farbdose, die sich mit Hilfe eines Feuerzeugs in einen Flammenwerfer verwandeln lässt. Neben menschlichen Widersachern müssen sie auch Straßen, Mauern und Stahlträger überwinden, um die begehrtesten Graffiti-Flächen zu erreichen. Dort angekommen, dürfen sie immer aufwendigere Spray-Kunstwerke an Wände und Schilder zaubern. Doch Vorsicht! Die Zeit ist knapp und Schlampigkeit zahlt sich nicht aus. Das ist echte Straßenkunst, Bruder. Bleib real. Und vergiss nicht, mehr Farbe, mehr Details, mehr Zeit. Also hetz nicht und verarsch dich nicht selber. Während das Kampfsystem etwas unausgereift wirkt, funktioniert die analoge Spraysteuerung sehr gut. Digitalisierte Graffiti-Stars, Markenklamotten und ein fetter Hip-Hop-Soundtrack erzeugen eine coole Großstadt-Atmosphäre. Nur die deutschen Sprecher tragen oft etwas zu dick auf. Mann, ich mach dich gerade voll fertig. Siehst du das? Ich glaub's nicht, die kleine Toy-Nutte will mich anwichsen. Okay. From Louisville, Kentucky. Ist wieder Zeit für gleißendes Scheinwerferlicht, jubelnde Zuschauermassen und fliegende Fäuste. EA Sports Fight Night Round 3 beschert uns die bisher spektakulärste Präsentation im Boxspielgenre und die schmerzhaftesten Trefferanimationen. Wie im Vorgänger benutzen sie die Analogsticks, um die Schritte ihres Boxstars zu steuern, seine Oberkörperbewegungen sowie Wucht und Art seiner Schläge. Geht einem Boxer die Energie aus, erkennen sie dies an seinen Verletzungen und der Verzögerung seiner Reaktionen. Gibt sich ihr Gegner die Blöße, so können sie ihn mit einem wuchtigen Haymaker auf die Matte schicken. Oder sie holen zu einem der neuen Impact Punches aus. Dabei sind sie zwar für einen Moment ein offenes Ziel für ihren Opponenten, doch verpasst dieser seine Chance, befördert ihn ihr Treffer mit hoher Sicherheit ins Reich der Träume. So wie jeder der digitalisierten Profiboxer auch im Spiel einen individuellen Stil an den Tag legt, so muss auch ihr selbst kreierter Charakter seine Kampftechnik anpassen und ausbauen. Zudem können sie mit großen Sprüchen und öffentlichen Raufereien für Medienrummel sorgen und zusätzliche Spannung in ihre Matches bringen. Kid, I want you to protect that arm, but I need you to score at the same time. I want you to circle away from his jab and pop him with your own. Die eindrucksvolle technische Aufmachung und die zugängliche Spielbarkeit machen auch das dritte Fight Night zu einer Top-Empfehlung für Bildschirmboxer. The Golden Boy won that round convincingly thanks to punches like this. ASAP, get the rap thing. Critical acclaim, I made name for my game team. Who put this underground with you?
Über 320 All-Stars hat EA für FIFA Street 2 zusammengetrommelt. In 4-gegen-4 Matches dürfen die Athleten einmal mehr demonstrieren, wie man stilvoll Bälle klaut, dribbelt und einlocht. Genügend Kombo-Punkte geben dem Spieler die Chance zu einem besonders spektakulären Gamebreaker-Schuss. FIFA Street 2 erspart dem Zuschauer die missglückten Kommentare von DJ Harris und setzt dafür auf regionale Stadionsprecher. Ein echter Gewinn für die Atmosphäre. Außerdem übertrumpft das Spiel den Vorgänger mit erweitertem Umfang, genauerer Steuerung und verbesserter Torhüterintelligenz. Ganz lupenrein sind Spielbarkeit und Kameraführung aber immer noch nicht. In Pro Evolution Soccer Management treten sie ausnahmsweise nicht selbst gegen das runde Leder, sondern fungieren als Trainer ihrer eigenen Mannschaft. Sie formieren ihre Elf nach Belieben, bestimmen den Trainingsablauf und führen Verhandlungen mit anderen Fußballteams. Außerdem konzentrieren sie sich darauf, stets mit der richtigen Taktik anzutreten. Doch leider haben die zahlreichen Einstellungen keinen merklichen Einfluss auf das Spiel der Mannschaft. Das ist sehr schade, denn auf dem Rasen erwartet sie die gewohnt gute Grafik-Engine aus Pro Evolution Soccer 5. Auch an eine Zeitraffer-Funktion wurde gedacht. Wem die verfügbaren Fußball-Lizenzen zu wenig sind, darf mit dem Editor eigene Teams und Spieler kreieren. Aus diesem Konzept hätte Konami deutlich mehr machen können. In Sonic Riders schwingen sich Eagle Sonic und 15 seiner Kollegen auf Airballs, um Dr. Eggmans X-World Grand Prix auszutragen. Die Bretter rutschen dabei automatisch die bunten Strecken entlang. Als Spieler beeinflussen sie hauptsächlich Fahrtrichtung und Neigungsgrad. Tricks und Extrakisten füllen den Antrieb ihres Vehikels auf. Und gelegentlich können sie sich an Seilbahnen hängen, Gegner rammen oder in deren Windspur surfen. Leider lassen die verwirrende Streckenführung und die träge Steuerung den Spielspaß recht schnell abflauen. Vor einiger Zeit hatte ich meine PSP in der Sendung und das Display war ein bisschen schmutzig. Ich musste sie also sauber machen. Was habe ich getan? Da war sie wieder sauber. Fand ich war eine super Idee, aber einige Benutzer in unserem Internetforum haben mir gesagt, das geht doch nicht, bist du verrückt, das ist ein ganz schlechter Stoff für diese PSP, das Display zerkratzt, ganz schlimm. Tja, aber stellen Sie sich doch mal vor, ich hätte so gemacht. Das wäre schlimm gewesen. Dann hätte ich nämlich Haare auf dem Display. Ja. Was lernen wir daraus? Erstens, ich brauche jetzt unbedingt ein Desinfektionstuch und zweitens, es kommen die PSP-Tests. Was denn? Das war Williams. Er hat gerade die Akte von New York bearbeitet und mit Lamberts Zugriffscode Kommentare eingefügt, nach denen Fischer mehrere Nationalgardisten während der Aufstände getötet haben soll. Willkommen zurück, Mr. Fischer. Nach dem Tod von Sams Tochter scheint der smarte Agent auf die Seite der Terroristen gewechselt zu sein. Doch was hat ihn dazu bewogen, gemeinsame Sache mit den Gegenspielern von Third Echolon zu machen? Splinter Cell Essentials liefert die Antwort. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Das Spiel versteht sich als Best of der bisherigen Teile.
Sie infiltrieren Schauplätze, die sie bereits aus den PS2-Spielen kennen, verschanzen sich hinter Kisten, schalten Widersacher aus und dies alles möglichst lautlos. Jedoch ist Essentials mehr als nur billiges Level-Recycling. Die Missionsziele sind größtenteils neu. So erleben sie einen Großteil der Levels aus einem frischen Blickwinkel. Die Umsetzung kann sich durchaus sehen lassen. Vor allem die Animationen und die deutsche Sprachausgabe hinterlassen einen guten Eindruck. Allerdings sind die Levels überwiegend zu dunkel geraten, so ist der Einsatz des Nachtsichtgeräts nahezu die ganze Zeit unverzichtbar. Auch die Steuerung ist nicht ideal, da das Button-Layout der PSP einfach überladen ist. Those Kieran bastards. You're a suspicious one. We can't have the Bayako find out about us now. Kill him! Eine tiefschürfende Story darf man von Key of Heaven nicht erwarten. Dafür aber eine gelungene Präsentation und ein interessantes, motivierendes Kampfsystem. In der Rolle des unfreiwilligen Weltretters Shinbu prügeln sie sich durch ein fernöstliches Fantasy-Reich und erlernen auf ihrer Reise stetig neue Kampfelemente. Alle Moves lösen sie mit einer einzigen Taste aus. Doch abhängig vom aktuellen Kampfstil und Fortschrittsgrad des Helden ergeben sich unterschiedliche Kombos. Die Fähigkeiten des Helden weiterzuentwickeln und ihn mit neuer Ausrüstung auszustatten, macht auch langfristig Spaß. Nur die Bosskämpfe geraten oft frustrierend. Hier heißt es so lange ausprobieren, bis man die passende Technik für den aktuellen Boss erwischt hat. I'm not done yet. Coast to Coast enthält die beliebtesten Strecken und Features aus OutRun 2 und der Spielhallenversion OutRun 2 SP. Auf den sonnigen Arcade-Strecken dürfen Sie entweder durch verschiedene Solo-Modi cruisen oder mit bis zu 5 Mitspielern WLAN-Matches austragen. Begleitet von Remixes der Original-Spielmusik. Im Classic-Modus haben Sie immer wieder die Wahl zwischen verschiedenen anspruchsvollen Abzweigungen. In einer anderen Variante wiederum müssen Sie Ihre Beifahrerin durch rasante Drifts und Überholmanöver beeindrucken. Wer flotte Schlitterpartien liebt und über die leicht instabile Bildrate hinwegsehen kann, wird an OutRun 2006 seinen Spaß haben. Kommen wir von einem Splinter Cell direkt zum nächsten. Doch während Splinter Cell Essentials quasi schon in greifbarer Nähe ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Splinter Cell Double Agent für die PlayStation 2 erscheint. Das hat aber unseren USA-Korrespondenten Heinrich Lenhardt nicht davon abgehalten, mal nach Montreal zu fahren, in Kanada, und die Entwickler mal so ein bisschen zu fragen, wie es denn so aussieht, was sie gerade so machen und wie das Spiel so wird. Ja, das hat er gemacht und was er dabei so erfahren hat, das sehen Sie jetzt. Ja, ist denn unser Fischer-Sam völlig auf die schiefe Bahn geraten, landet im Knast, hängt mit zwielichtigen Terroristen-Fritzen ab? Nun, das gehört alles zu seiner neuen Tätigkeit als Double Agent, denn im neuen Splinter Cell-Spiel geht Sam Fischer gehörig undercover und nicht minder undercover sind wir nach Montreal zu Ubisoft gereist, um neue Informationen zu erhaschen, und Produzent John Stafford selber erzählt Ihnen gleich, was so alles abgeht im neuesten Agenten. When your job is to live like a criminal. Riot this evening at Ellsworth Penitentiary. That's the escape of inmate Sam Fisher. The thin line between innocence and guilt must be considered armed and extremely dangerous. Disappears. A
Wir haben eine neue Story für Splinter Cell Double Agent entwickelt, bei der Sam als Undercover-Agent im Einsatz ist. Er muss eine Terroristengruppe in den USA infiltrieren und zur Strecke bringen. Er soll für diese Bande arbeiten und gleichzeitig Geheimdienstmissionen für seinen Vorgesetzten Lambert erfüllen. Der Spieler muss versuchen, beiden Gruppen und ihren Zielen gerecht zu werden, ohne dass die Deckung auffliegt. Lambert giving him one objective, 1 minute, and the leader of the terrorist group giving him an objective, another minute, and his challenge is to, without blowing his cover, satisfy both of these groups and objectives. Die Handlung erstreckt sich über viele Schauplätze auf der ganzen Welt, wie Island, Russland, USA, Afrika oder Mexiko. Die Story ist auf allen Systemen gleich, aber bei jeder einzelnen Version nutzen wir die Stärken der jeweiligen Hardware aus. Dass Sam Fisher nähere Bekanntschaft mit dem Strafvollzug macht und einen Gefängnisausbruch anzettelt, ist Teil seiner Tarnung. Denn damit gewinnt er das Vertrauen eines der Terroristen. Wir versuchen quasi die besten Seiten der beiden Vorgänger Chaos Theory und Pandora Tomorrow zu kombinieren. Bei Chaos Theory hatten wir in Sachen Technik sehr viel erreicht, aber die Story spielte eher eine untergeordnete Rolle. Es ging uns vor allem um ein neues, interessantes Gameplay. Pandora Tomorrow hat dagegen recht erfolgreich bewiesen, dass man in ein Splinter Cell Spiel durchaus eine interessante Handlung einbauen kann. Also entschieden wir uns, diese Vorzüge zu mischen, zumal die Story-Elemente auch neuen Spielern den Zugang erleichtern. Dabei lassen wir aber auch die vielen technischen Errungenschaften nicht außen vor, die uns im Lauf der Seriengeschichte gelungen sind. Achievements that we've made in Splinter Cell License. Once you're on the inside, how far will you go to finish your mission? Zu den spielerischen Neuerungen gehören Begleiter, die unserem sonst so einsamen Agenten in einigen Kapiteln beistehen. Gemeinsam mit dem Computercharakter-Anhang gelingen Spezialmanöver, wie man sie sonst nur aus dem Koop-Mehrspieler-Modus kannte. Sie dürfen ihren Sidekick zudem an bestimmten Stellen deponieren, um Wachposten abzulenken. Und auch im Ausrüstungsregal erwarten uns Neuzugänge. Es gibt einige zusätzliche Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Luftgewehr, eine Waffe ohne tödliche Wirkung. Der Fingerabdruckscanner ist ebenfalls neu. Sam muss damit in einer Mission im Terroristenunterschlupf bestimmte Abdrücke finden, ohne sich dabei erwischen zu lassen. Es gibt noch ein paar weitere neue Gadgets, die wir aber noch nicht verraten wollen. There are a few others that I'd like to keep a surprise as well, but those we can talk about. Stay cool and you'll be fine. Durch diese Entscheidungen wird der Spieler eine von mehreren möglichen Schlussvarianten herbeiführen. Kann dabei auch ein böser Sam ohne Happy End Verpflichtung herauskommen? Sacrifice. Nun, das ist eine der Sachen, die man im Spielverlauf selber entdecken soll und die ich nicht jetzt schon ausplaudern kann. Aber je nachdem, wie man spielt und welche Handlungsverzweigungen man wählt, kann es zu mehr oder weniger katastrophalen Resultaten für Sam Fisher und die ganze Welt kommen. Splinter Cell, Double Agent. What side are you fighting for? Thank you.
As with every installment in the series, Kojima populated Snake Eater with a colorful cast of characters. While the early appearance of the treacherous Revolver Ocelot was sure to please fans, no character played a more pivotal part in Jack's story than his mentor, the Boss. This mysterious woman warrior symbolized one of Snake Eater's most essential themes, maternity. これまで不正のドラマばっかりを作ってきましたので、ここで母性のドラマを作ってみようかなということで、今回はその父親じゃなくて母親としての存在です。なので、ザ・ボスは女性というようなことになりました。It's through this mother-son relationship that Snake Eater's narrative shifts from a straightforward 60s-style spy caper into an intricate tale of love, loyalty,and the call of the mission. But defining the unusual relationship between Jack and the boss would prove to be a challenge. そこで、スネークの、まあ、母親であり恋人であり師匠であるっていう非常にこう微妙なニュアンスをどうやって出すのかなっていうので悩んだんですけども、まあ、やっぱり母性っていうのを一番強く出さないといけないので、最初はですね、こう片方のおっぱいをこう出して出したまま、要はその母乳をあげる母親のようにそういうイメージで出したまま戦うっていうそういう設定でしたね。最初の時は、この胸のところに、蛇の入れ墨があって銃を撃つとこう揺れますよね。で入れる、胸を見た人が、まあ、その蛇が笑っているっていうようなですね、そういう感じで、その笑う蛇を見たやつは必ず死んでしまうみたいな、そういう伝説があるというか、そういう設定でした。Ganz genau zwei unglaublich tolle Überraschungen habe ich jetzt noch für Sie. Zum einen kommen jetzt die Spieltrailer und da kommen unglaublich viele Spieltrailer, die richtig geil sind. Die können Sie sich jetzt anschauen und direkt danach sehen wir uns wieder und da habe ich dann noch einen Stargast für Sie. Da muss ich jetzt noch mal telefonieren und muss noch mal ein bisschen was vorbereiten, aber danach wird Sie werden es nicht für möglich halten.
as I say, it's a part of yourself. And all these things blend together. I will bring Lord Lake's fate to the entire country! Rated M for mature. What do you say we ditch the heat and go cuffs? Pull the trigger, kid. It's the only chance you got. Your brother's stuck in the glory days, doing whatever he can to get back in the ring. We need to hook him up with Vito Bracco. Vito, I'll make you a deal. Tell me what you know and I'll fight you in the club. Where the hell is Cody? I'm not interested in your gratitude. But you should be.
With gratitude comes respect. Yeah. What the hell? This doesn't involve you. The hell it doesn't. I want to know what's going on. My brother's all screwed up because he... You think I would want to be responsible for that mess out there? Come on, Mr. V. Let me take this one in the back room and have a little fun. Oh, him? Yeah. I know him. It's going to take a while. It happened years ago. Did you know there are three kind of aces? Those who seek strength, those who live for pride, and those who can read the tide of battle. Those are the three. And him? Was a war that engulfed the world. There's a large-scale battle taking place near B7R. The sky is packed with fighters. Comm team, head over there and provide cover. Yo, buddy, this kind of job is what we're all about. He was a fighter pilot they called Solo Wing Pixie. This man was his buddy. So, with the words of Solo Wing, the curtain rises. It was a cold and snowy day.貴様は我が部隊の最大脅威として排除する。繰り返す。押し入れエリアでの攻勢は許可できない。あれはすでに人形だ。助けてくれ、ウォルター。一杯やりに来ましたよ。ヘクター隊長。おせえ。クソ野郎。 死ぬなよ。なぜ俺の名前を知っている。さあ、クソ野郎どもが来たぞ。戦争なんだ。仕方ないだろう。全員戦闘配置につけ。さあ、連鎖。 怖い。ランディはどうした？報告しろ。かっこいいだろ。嘘だろ。くれ。嘘だろ。知らんな、そんなやつ。あんたが。俺たちが殺し合う必要なんかない。
化け物め再起動しやがった。これは全てバッサーです。クソ、突撃するぞ。こいつはテロじゃない、戦争だ。私が変わらないと言ったな。何も変わっていないさ。もう遅い。私はすでに戻れないところにいる。与えられた記憶はやがて消える。だが自分で掴み取った記憶は決して消え去ることはない。始まったぞ。ここからは俺のミッションです。あれがドルゲンゴアの船か。俺は宇宙に行く。どうしてかな、星を見てると心が落ち着く。諸君、ついに君たちが待ち望んだものが完成したのである。私ごときが皇帝などと。お前に俺が止められるかな。お前は最初から気に食わなかった。旗をつけるか。ザックス・モラーティに逆らったらこの町では生きていけない。アンジェル、失ったものを取り戻してみせる。許せない。たとえ星神様の怒りに触れたとしても。一丁タイム。ジェスターたちと一緒に旅ができてすごく楽しんだ。我が剣の錆となるがよい。くそ、こいつ化け物か。今こそ我々は戦いを捨て平和への道を歩み始めねばならない。第一の石板は人を示し、第二の石板は扉を示す。二つの器が交わるとき、エデンへの道は開かれる。いいだろう。証明してみせよう。俺こそが全てを超越した存在だということを。くそ、走るな。
ろう。ここまでか。者ども引き上げだ。わしの目的は伝説の惑星エデンじゃ。2013, one team fights to disrupt an insurgency in Mexico. Meanwhile, hundreds of miles south, a new war is beginning. And a new team is getting ready to strike. Thank you.
scout their location. Looks like they're definitely in the complex. I have a visual on several. Roger that. Let's move in from the southeast. I'm mapping a waypoint to your crosscom. Select some targets to get them to keep their heads down. Then we'll link up there and take out their supplies. I see the waypoint. I selected a target. You have a green light. Fire at will. Roger. Enemy down! That got him moving! Covering fire! Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, featuring an exclusive new multiplayer campaign in stores March 9th. カダージュ、何者だ？僕は母さんから特別な力を授かった。人間を苦しめる。この星と戦うための力。わかるよ。子供たちを見つけても何もできないかもしれない。もしかしたらまた取り返しのつかないことになるかも。それが怖いんでしょ？でももっと今をいろんなことを受け止めてよ。 俺には誰も助けられないと思うんだ。家族だろうが仲間だろうが誰も。目的は何だ？母さんの力が必要なんだよ。リユニオンにはどうしても。やがて我らは新しい星を見出し、 その地で輝ける未来を想像する。星がみんなの邪魔をしている。僕たちの成長を止めてしまおうとしている。 俺は許されたいんだと思う。俺は許されたい。やっぱり来たね。子供たちを迎えに来た。この人はね、僕たちの兄さんだ。でもね、残念だけど裏切り者なんだよ。どうして私たちの話は聞いてくれないの？元ソルジャー、クラグ。これは戦いの話か。私たち 思い出に負けたの？<音声><音声><音声><音声><音声>
じゃあそろそろ終わりにしようか。強い気持ち、たった2年なのにいつの間にかなくしてしまったあの気持ち、それをクラウドが取り戻したんだと思う。一体何が望みなんだ。
Ich habe Ihnen einen Stargast versprochen und neben mir steht dieser Stargast. Das ist nämlich Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker aus Star Wars. Tada! Hi Kids, ich bin's, Mark. Ja, genau. Wer bist du wirklich? Ich bin der Marius, ich bin der leitende Praktikant hier bei Computec jetzt für die nächsten 6 Monate. Und leitender Praktikant. Du bist der einzige Praktikant und du bist der leidende Praktikant. Leiden ist ein gutes Stichwort, denn ich gebe dir jetzt diese Zahnbürste, um diese wunderschönen Felgen von diesem wunderschönen Auto, von dieser wunderschönen Kamerafrau sauber zu machen. Viel Spaß. Ja, walte deines Amtes. Ja, schnell, hopp, hopp, hopp. Muss ich auch machen, hopp. Das muss schneller gehen. Ja, der putzt jetzt nur. Wir haben hier noch andere Sachen. Wir haben noch was viel Wichtigeres. Nämlich, wenn Sie die DVD jetzt umdrehen, dann kriegen Sie eine wunderschöne Special-Sonderbeilage, nämlich alles zur PlayStation 3, alle Spiele, alles, was die Konsole kann. Riesengroßes Sonderspecial. Dazu müssen Sie die DVD aber umdrehen. Und eine Sache habe ich noch. Dieses wunderschöne Wetter hier sieht zwar geil aus, aber es könnte zur Folge haben, dass meine Kamerafrau eventuell ihren Flieger nicht kriegt. Und das würden wir gar nicht gerne sehen. Deswegen drücken wir jetzt alle schön die Daumen, dass dieser Flieger auch startet bei diesem Wetter. Drückst du die Daumen? Daumen drücken, Daumen drücken. Beide und putzen. Hopp. Okay, Sie drücken jetzt die Daumen, dann kriegt sie den Flieger noch und alles wird gut. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Von wo weiß ich nicht. Bis dahin. Tschüss. Ich sitze auf dem Rücksitz eines Autos. Und da sitze ich nicht einfach nur alleine und einfach nur so, sondern weil neben mir sitzt Gareth Edmondson. Edmondson, not Edmondson. Musste schnell noch popeln. Darf ich nochmal? Oh! Schon gut. Hitman und den sehen wir dann in Hitman Blood Money. Da haben wir eine PS2-Version da und das machen wir direkt nochmal. Das ist viel zu lang. Eins davon ist definitiv ein Thema des Monats für uns und das machen wir wieder mal. Ja, du weißt doch, die erste dauert immer ein bisschen länger. Fluppert! Aber um das Thema des Monats nochmal aufzuwerben, das wird super und es hat mit Brüsten zu tun. Kommt später. Mit Brüsten! Hier geschnitten. Willst du mal sehen? Das ist eine riesen tiefe Wunde. Guck mal, boah, das muss ich mal angucken. So tief. Hallo, hey und herzlich willkommen bei Playzone Live. Es ist bald Frühling. Und was bedeutet das? Genau, hoffentlich wird es draußen bald wieder ein bisschen kälter. Nein, wärmer. Das war schon mal blöd. Es ist jetzt knapp 10 Jahre her, dass eine Frau auf die Bühne der Videospielwelt getreten ist, die man einfach... Hast du gewackelt? Einzelspieler kooperativ machen kann. Schade, das war so gut. Wir schreiben das Jahr 2006. Und das bedeutet, es ist jetzt ungefähr so Bob nochmal. Was haben wir da gehört? Unser Fischer Sam. Was macht der Fischer Sam? Dass Lara Croft zum ersten Mal auf die Bühne der Videospielwelt Kaffee gebracht hat, zum Beispiel. Was haben wir da gehört über unseren Fischer Sam, der jetzt komische Dinge mit Terroristen treibt und... Eine fast schon Ikone, möchte man sagen. Die Videospielwelt. Und wiederholen uns gerade. Und John Stafford heißt der Mensch. Okay. Ich will ja nur das Outtakes dabei rumkommen. Ich mach das alles absichtlich. Ist ja nicht so, dass ich echt blöd wäre oder so. Nee. Okay. Der Produzent. Mach mal einen Teller. Das ist eine ganz schöne Sauerei, der ist ja voll trocken. Und ich versuche noch meinen 28. Take noch auf die Reihe zu kriegen, bevor sie die Security rufen. Ich glaube, ich habe noch 10 Minuten. Kannst du mir meine PSP, die mir gerade runtergefallen ist, bitte mal geben? Oh nein! Was es genau auf sich hat mit den Abenteuern ins... Jesus, das ist so richtig, Kurve nicht mehr. Hätte ich machen können. Aber man stelle sich mal vor, ich hätte zum Beispiel so gemacht. Ja, Sabra, würde der Bayer sagen. PSP genommen und an meiner Jeans sauber gemacht. Das haben mir einige Benutzer in unserem Internetforum übergenommen und haben gesagt, sag mal... Hängt mit zwielichtigen Terroristengesindel ab, warum nicht nuscheln. Ja, ist denn... Kommen wir von einem Splinter Cell direkt zum nächsten. Denn während Splinter Cell Essentials quasi ja schon in greifbarer Nähe ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis... Wunderbar. Können wir schon? Ja. Okay. Das ist immer das Wichtigste. Ab und zu mal die Kamera vorne nerven. Klappt super.